Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Modern Skyblock 3. Ja, ich bin momentan dabei, gerade ein bisschen wieder Dinge herzustellen, bis mir so aufgefallen ist, ich könnte das Zeug hier mal verbessern. Und dadurch, dass wir ja die Schmelze haben, habe ich mir jetzt mal angeguckt, könnte ich mir anfangen, den besseren Frame zu bauen. Effizienz von 740 hat der Manilin Casing und der Kondenser, das ist das Teil da, hat auch Speed 310 und eine Effizienz von 740. Ich habe gesagt, wir probieren es halt einfach mal aus, ne, ob es jetzt geht oder nicht geht. Mal wegen Testen. Aber wir können das ganze Zeug nämlich auch herstellen. Das ist nämlich das Schöne. Und zwar, wir brauchen jetzt fürs Manilin. Ich wollte noch schnell. Ah, da hat man sogar noch ein Refined Obsidian Casing. Aber fürs Refined Obsidian, glaube ich, brauche ich Mechanismen. Und ich glaube nicht, dass ich das schon herstellen kann. Nein, unfamiliar item. Okay, also Manilin. Und das ist auch eine Quest. In der Zeit, wo das dann hier durchläuft. Der ist auch noch fleißig dabei. Hätte ich gesagt, mach mal das andere Zeug. So, bevor ich jetzt nach unten renne und mich erstmal ein wenig verblöd, wir brauchen Kobalt. Dafür brauchen wir Light Blue. Light Blue. Wobei Knochen, glaube ich, habe ich auch schon unten. Dann gehen wir mal runter. Genau, und Slimes brauche ich. Weil ich brauche hier zwei Ingredienzien. Ich brauche hier einmal Kobalt. Ne? Das macht man aus Light Blue und Glowstone. Das ist das wenigste Problem. Und ich brauche Adit. Und Adit mache ich aus Magma Cream. Und ich hätte mal jetzt gesagt, ich brauche 26. Ich nehme jetzt mal 13 Stück mit. Die 13 jagen wir durch. So, 13 davon. Blaze, glaube ich, habe ich genügend. Nur glauben. Glauben heißt nichts wissen. So. So, 13 davon. Jetzt brauche ich Light Blue. Das heißt, ich brauche Knochen. Habe jetzt nur 12. Halt, verdoppel ich ja. Habe ich überhaupt Lapis da? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, ich habe es da vorne. Mache jetzt erstmal nur 6 Stück. Naja, ich hätte vielleicht 7 Stück machen sollen. Da wären es auch vielleicht 13 geworden. Oder ja, wenigstens 14. Danke. Da erzähle ich gleich was dazu. So, dann hätte ich gesagt, also wir brauchen jetzt für, genau, jetzt brauche ich, also für Kobalt brauche ich Glowstone Dust und für Ardite auch. Also nehme ich mir mal ein Stack Glowstone mit. Ich hoffe, dass ich noch so viel habe. 35. Ja, nicht viel. Aber ich habe da hinten noch was. Aber wie gesagt, da komme ich gleich dazu. So, das heißt, ich schmeiße jetzt als erstes einmal das rein. Und ich hole mir mal ein bisschen Dust dafür. So. Wie gesagt, ich brauche jetzt 24. Wenn ich die 24, 26, wenn ich 26 Stück habe, machen wir erstmal Feierabend. Weil, wie gesagt, ich habe zu wenig Glowstone. So, okay. Haben wir 27. Und dann lassen wir das mal rauschen. Und ich glaube, ich, oder ich hoffe zumindest, dass ich es 1 zu 1 rauskriege.
Ja, das müsste ausgehen. Jawohl, auch 27. So, ich lasse mal das Magma Cream, das da und den Glowstone, das da. Genau, ich erkläre, weil ich habe da auch gerade wegen aufgeräumt und wegen sauber gemacht, weil. Das ist einfach nur Zeitfresser gewesen. Ba, 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 ba. So. Du kommst jetzt mal raus. Und als erstes hätte ich gesagt, schmeiß mal Kobalt rein. Wie gesagt, 27 Stück muss ich rauskriegen. Wenn es nämlich nicht reicht, muss ich nämlich nochmal welche machen. Genau, dann habe ich jetzt noch da 1, 2, 3. Falls mir das da oben ausgegangen ist. Weil ich kenne mich mittlerweile. Dass das dann immer ausgeht, wenn ich es nicht brauche. So, wir haben schon zwei. Bin ja sogar gerade beim Überlegen, ob es vielleicht sogar Sinn macht, zuerst den Frame auszutauschen. Das dauert ewig. Ja, ich lasse es jetzt erstmal laufen. Und dann können wir in der Zeit mal unten ein bisschen. Also ich habe nämlich Factory Tech, nämlich komplett abgerissen. Und mal sauber aufgebaut. Also den Ofen, das kennt er ja noch, ne? Dann habe ich noch einen zweiten Bereich von zweiten Ofen. Ich habe schon gesagt, da kommt noch ein dritter und ein vierter hin. Das ist einfach nur die Rückseite. So, und dann habe ich jetzt mir hier einen Bereich für Factory Tech ausgesucht. Ich habe jetzt sozusagen die ganzen Circuit Scribes umgestaltet, habe mir ein paar Item Frames gebaut. Die habe ich da unten hin, dass ich auch weiß, wo was drin ist. Dann habe ich Half Drawers hin, habe da was rein. Ich habe dann Öfen noch drüber. Dann habe ich hier die ganzen Drawer, die wo da vorne gestanden sind, hier hergestellt. Hab die ganzen Komponenten, die wir immer wieder mal brauchen, reingeschmissen. Die drei Kenner, dann habe ich einfach nur eine Mauer drumherum gebaut, habe noch den Drill Grinder mit her und habe dann auch noch mit ausgefüllt. So, dann habe ich mir gedacht, okay, gehst mal hier durch. Dann bin ich auf der Seite hingegangen, habe hier nochmal den Electric Furnace. Den Magnetizer und den Scrap Furnace, genauso mit dem Timer hinten dran. Das heißt, jetzt, ich kann hier einfach nur ein Eisen-Ingot neben reinlegen. Kann ich mal schnell holen. Das ist ja das Schöne, hoffe ich, dass ich alles jetzt da auch da habe. Habe ich sogar zwei. So, zack. Ah, das brauche ich. Einfach nur warten. Und fertig. Sehr schön. So, dann habe ich auch noch Kupfer da, ne? Jawohl. Dann lasse ich das nämlich auch gleich mal komplett da. Weil, ob ich es jetzt da reinschmeiße oder da, brauche ich ja auch. Okay, genau. Und auf der anderen Seite, hier auf der Seite, habe ich jetzt sozusagen den Tempering Ofen hingestellt. Genauso wie er da hinten gestanden ist, halt nur in diesen Dreierfeld da reingebaut. Und habe mir halt meine Schildchen hingemacht, wie lange ich was einstellen muss hier in dem Timer, dass der ordentlich durchläuft. Mehr habe ich nicht gemacht. Das da wird jetzt dann auch noch irgendwann alles abgerissen. Muss mir halt noch gucken, dass ich vor allem für den Fluid Extraction Drill zwei Chunks finde, wo ich dann auch halt jeweils Sulfur und Propan rauskriege. Und da werde ich dann aber auch Tanks dahinter stellen und ich hoffe, dass ich mit den Tanks dann arbeiten kann. Ich glaube, ich kann die Tanks, wenn sie voll sind, transportieren.
Habe ich hier irgendwo ein Beispiel, das ihr es machen könnt? Natürlich nicht. Warum sollte ich auch? Ich weiß es nicht mehr. Wenn wir alles rausfinden. So, ja. Dann Standardmagneten gleich hier reinschmeißen. So, den Knochen geben wir auch ab. Nicht, dass das ein Skelett sich aber mal bei mir jetzt beschweren anfängt, dass ich irgendwas geklaut habe. Tut man lieber mal weg. So, dann schauen wir mal, wie weit das Kobalt ist. Dann haben wir schon. So, Speed und Effizienz Production. Da ist der. Weiß gar nicht mehr, für was ich bin. Effizienz 740. Okay. So, ich hätte mal gesagt, wir machen mal schnell einen Wechsel. Und dann gehe ich mal in die Schmelze. Jetzt kann ich mal gucken. Gott, das hat sich ja stets angehört. Habe ich noch Bricks da? Ich glaube nämlich nicht mehr. Dann hätte ich mal geguckt, ob ich noch ein bisschen Glut unten habe. Nein, das ist der Coke Brick. Dafür brauche ich ja Clay. Ach doch, da habe ich noch welchen. Ha. Jetzt hätte ich es geahnt. Ja, dann machen wir das Ding nämlich mal ein bisschen größer. So, ich hoffe, dass da jetzt nichts passiert. So, du kommst dahin. Bleh. Dahin, 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 dahin. Er ist auf jeden Fall mal an. Und ich habe jetzt schon 6 Stück drin. Und ich will noch, hab 3 Stück machen wir noch. Ich hätte mir in der Zeit schon ein bisschen Kobalt wieder reinhauen können. Wir es auch durchgeschmolzen. Aber nein, warum? Sehr langweilig. Mann, Mann, Mann. So, das heißt jetzt, wir haben jetzt gleich die Schmelze noch etwas größer. Dann sind schon mal 9 Stück drin. Und einige bestimmt schon die Hände über den Kopf dran schlagen. Du kannst doch sowas nicht bauen, du bist doch irre, das funktioniert nicht. Ja, werden wir gleich sehen. So, aber wir können schon mal das Ding bauen. Dafür brauche ich 6 Nether Quarz, ein Lapis, 2 Glowstone. Ja, Gott sei Dank weiß ich gerade, wo das Glowstone liegt. Ein Lapis, 2 Glowstone und 6 Nether Quarz. Ich hoffe, dass ich gerade noch so viel da habe.
So. Ich hoffe, ihr hört das Räuspern nicht so laut. Immer noch meine Erkältung. Total nervig. Total schlimm, wenn man jetzt schon. Ich bin mittlerweile in der dritten Woche und das Zeug geht nicht weg. Alles anhänglich. So. Dann du. Und ich habe den Quarz Application, bla 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 blops. So, jetzt in der Zeit hat er nochmal 5 fertig. Das heißt, ich schmeiße jetzt mal das Adit rein. Wenn ich jetzt einen Block rausgieße. Man muss ja gucken, ne? Man muss ja gucken. Ne, ich bin GT gewohnt. Da ist es halt so. So. So, Molten irgendwas. Vanillin-Gear. Okay. 4 Ingots. So, zeig mir mal Block. Wenn ich jetzt einen Block mache. Ja. Es wird gerade dunkel. Ich will dann, dass mir das Zeug auskühlt, ne? Ne, ne, wir legen uns hin. Wäre auch irgendwie lustig, wenn dann, Rommel. Ein Block. Ha! Doch super. Können wir gleich laufen lassen. Klack, klack. Nochmal 5. So, was brauche ich noch? Ich brauche bestimmt noch ein Ingot, oder? Ne, ich brauche das Tedious Alchemical Dust. Okay. Ich hoffe, dass mir jetzt die Lava nicht ausgeht. Vieles nehme ich nicht mehr drin. Ist jetzt auch kein Problem, ne? Nochmal an Lava ranzukommen. Aber dass ich auf die Idee noch nicht gekommen bin. Dass ich das mal so probiere. 5, 6 Ingots. Jawohl. 3 sind drin. Brauche auf jeden Fall nochmal 4. So, ich tue dich jetzt auch mal raus. Zwar jetzt ein wenig komisch. Ah, es kann natürlich sein, dass er jetzt beim Adit mehr gebraucht hat, ne? Da stecke ich natürlich nicht drin. Habe ich nicht gesagt, ich brauche noch so ein komisches Alchemical-Dings? Bin ja schon weg. Das war das. Ja, dann einmal rum. Ich in die Mitte. Dann habe ich jetzt dieses Teil da. Ha! Und gleich die nächste Quest fertig. Manilin. Yay! So. Ah! Doch zu viel Adit drin. Aber einen Block kriege ich raus. Das soll ja schon mal auskühlen. So. Das heißt, ja, ich muss jetzt warten, bis der fertig ist. Kühl mal aus. Und dann schauen wir mal, ob sich da was verbessert. Wenn ich den Kondenser austausche. Ach so, der ist noch gar nicht fertig.
Ich weiß nicht, ob das was hilft. Ja, es war klar, dass ich jetzt Wasser treffe. So, dann hätte ich gesagt, den da haben wir frei. Das war der dahin und da 6, oder? Genau andersrum. Vanillin Condenser. Wäre jetzt natürlich Oberhammer. Also der Iron Condenser hat 100 Speed und 121. So, wenn ich jetzt da reinklicke, 310 und 888. Dann gucken wir mal, ob das jetzt was geholfen hat, ne? Okay, schaut mal, 28. Läuft es jetzt runter? Ist das geil? Hat was geholfen. Also ist schneller, dreifach. Und wenn jetzt jedes einzelne Kobalt da drin 28 Sekunden runtertickt, ne? Da kriegst du ja Arsch viel raus. Ja. Greg. Wobei, du hast die Schmelze erst vor kurzem aufgebaut. Darfst nicht mit dir ganz schimpfen. Aber finde ich klasse. Weil jetzt macht es total Sinn. Wie gesagt, jetzt werde ich dann gleich mal sehen. Wie viel brauche ich jetzt für den nächsten Frame? Will ich auch noch bauen. Den Frame. Also dafür brauche ich 4 und ein Eisen. Doch gewusst, ich habe noch irgendwas vergessen. Eisen habe ich noch im Hinterstübchen gehabt, aber nicht mehr ganz dran gedacht, bin ich ehrlich. Aber ich habe da hinten mein Eisen. So. Dann brauche ich noch mal 6 Stück. Ich hätte es jetzt auch ohne Eisen machen können. Aber das ist egal. Eisen kann ich, ja. Ihr wisst selber, was sich drauf reimt. Brauche ich nicht weiter ausführen. So, die nächsten 9. So, jetzt brauche ich nochmal Blaze Powder. Ich habe gesagt, ich mache mal schnell 8 Stück. Glaube, 4 waren es, wo ich brauche. Korrekt oder unkorrekt? Korrekt. So. Ja, und schon ist die Schmelze leer. Ich schmeiß gleich 2 rein. Man wird sehen, ob es was bringt oder nichts bringt. Ah, okay, er fängt jetzt mit Adit an. Ja, ich kann ja nichts reinschmeißen, ich hält. Aber vielleicht kriegt er, bis der da voll ist, die nächsten. Neun Stück Adit fertig, dann habe ich nämlich auch mein Rahmen drumrum. Ich hoffe, dass jetzt nicht gleich dann die Flüssigkeit hier wegläuft. Mit meinem Glück bestimmt. So, ich tue dich mal raus. So, 9.
da rein. Du läufst noch weiter voll, jawohl. Hat also was gebracht. Achso, ich könnte sogar hier den Seed Oil noch machen. Und gleich den nächsten Eimer rein. Passt. Wie viele Ingots habe ich denn drin? 3. Finde ich geil. Finde ich einfach nur geiles Teil jetzt. Macht es auch total Sinn, erstmal mit dem Ding Erze zum, also Ingots zu machen. Aber dann kannst du es halt auch die ganze Zeit laufen lassen, ne? Dann packst du ein paar rein. Das Witzige ist auch, ich habe mir mal das, weil ich es einfach mal probieren wollte, das Copper, man kann es ja hier machen, mit Pumpkin Seeds und Gunpowder. Da hat man 8% vom Katalyst wird benutzt. Ich habe das am Anfang erstmal falsch verstanden. Ich habe gedacht, du kriegst 21% mehr raus, aber nein, ist nicht so. Also sozusagen, du könntest dir den Pumpkin sparen. Macht dir aber absolut keinen Sinn, ne? Also sozusagen, ich müsste ja erstmal von Factory Tech das ganze Zeug erstmal immer in Dust umarbeiten. Ne? Man sieht es ja hier. Und Pumpkin 8%, also das heißt, ich habe da unten, wenn ich auf 100% komme, irgendwas. Ja, und von dem habe ich 3. Nein. Entschuldigung. 4,8 oder so. 12 zu 8. So. Das heißt, ich kann jetzt mal wieder einen Block ausgießen. Und einen Frame. Ja, vor allem, wenn jetzt der, achso, der muss jetzt wieder abkühlen. Dauert wieder 3 Jahre. Also wie gesagt, momentan habe ich 310 und 888. Bin jetzt mal gleich gespannt, was jetzt gleich passiert, wenn der fertig ist. So. Du kommst drum rum, gehst da rein und jetzt habe ich das Manneling Casing. So, und jetzt wird mir bestimmt gleich die Soße über die Füße rauschen. Ich habe recht gehabt. Ist aber noch drin, passt. So, und was steht jetzt drin? 310 und 5476 Effizienz. Wie lange läufst du jetzt? 182. Alles klar. Ich weiß, was ich schnell mache. Ins Bett gehen. Das mache ich auch. Brauch 3 Hopper. Ich hätte jetzt gerne ein paar Pipes. Weil der müsste jetzt eigentlich Dauer arbeiten. Moment einmal. Ich baue mal 4 Hopper. Gib mir mal davon. So, das heißt, ich brauche jetzt 1, 2, 3, 4 Kisten. Habe ich kein Eisen mehr da drin? Dann weiß ich, was ich oben gleich durchlatschen lasse. Hm, 4 Nuggets. Wow. Das heißt, ich brauche 5 Stück, ne? Pro. Das heißt, 4. Das heißt, ich brauche 20 Ingots. Ich habe die nicht mehr. Verdammt!
Ja, habe ich total toll gemacht. Ich brauche Iron Alchemical, das heißt Rotten Flesh und Blaze Powder. Gott sei Dank habe ich das. Mach mal 8. Dann hau mal durch. Möchte nicht wissen, was passiert, wenn ich dann den vierten habe. Ah, ich sehe gerade, 63 Stück einstecken. Haha. ja. Ich glaube, die brauchen dann 3 Jahrzehnte. Bis die so weit sind. Gott. 27 Stück. Geh mal dahin. Ja. 3 Stück. Danke. 21 da rein. Ah, okay, der ist noch voll. Ja, einigermaßen passt. Das ist der Wahnsinn. Das ist einfach nur der Wahnsinn, was da rauskommt. Ich möchte nicht, also ich schätze mal, die Kiste wird gesprengt. Das ist total abnormal. So, jetzt muss ich mal schnell nach unten und gucken. So, ich habe jetzt ja hier Netherbrick Casing und einen Heater. Was bringt mir der Heater? Gibt es davon eigentlich mehrere? Ich gerade blind? Ach, die Heater sind da unten. Es gibt den Lead, es gibt Manillen Combustion Heater. Effizienz 740, Speed 310. Ja, also das ist wieder dasselbe in Ding, außer dass ich halt einen Redstone brauche. Da könnte ich eigentlich mal den da austauschen, ne? Das Problem ist halt gerade nur, ich brauche halt Eisen, um, ja. Nur wenn das genauso lang dauert wie das Kobalt. Da kann ich mich AFK hinstellen und rocken. Ja, wobei, Moment mal. Die sind junkloaded. Ich glaub's nicht. Jetzt sind wir noch bei dem Kobalt. Ja, also da weiß ich auf jeden Fall eins, ne? Ich mache da jetzt mal eins. Dann kommt hier das Adit rein, dann kommt. Halt, ich sehe gerade, ne? 11 Stück sind noch drin. So, das heißt, du haust mal 9 Stück rein. Die Schmelze muss ich dann auch mal vergrößern. Schön. Naja, wobei, nein, für das reicht das mal. So.
Das heißt, ich kann mal gleich den. Der ist ja schon mal richtig, den Block gießen. So, drei Stück hat er noch drin, sechs kommen noch nach. Habe ich noch vielleicht einen Artit? Nö. Naja, aber ich muss da oben auf jeden Fall die Dinger mit dem Zeug da vollhauen. Und unten auf jeden Fall auch, ne? Also. Und die Kiste dann eventuell noch austauschen. Das könnte helfen. Weil, wie gesagt, wenn der Server wirklich dann deswegen auch auf, spiele ich auch auf dem Server. Weil wenn der nämlich dann das durchballert, wenn ich offline bin. Ja, und ich komme zurück und danach springe ich die Kiste hier. Da könnte ich eigentlich mal gucken. Hab ich. Was brauche ich denn für die Goldchest? Das heißt, ich brauche Holz zu. Ja, genau. Also macht man am meisten Sinn, macht es dann eigentlich Wood to Iron Chest. Ja, brauche ich mal wieder 8 Eichen. Ich habe gerade die Befürchtung, dass ich das in der Folge nicht mehr schaffe, so lange wie der da gerade arbeitet. Lü. Effizienz. Da kannst du fast überlegen, von diesen Türmen da mehrere zu bauen. Am Anfang tust da rum wie so ein Kranker. Weiß nicht, an Material kommst. Wie gesagt, ich möchte nicht wissen, wie lange das Eisen braucht. So, wir haben schon wieder einen Block. Könnte es sogar reichen? Ja klar, reicht es. Also das heißt, ich brauche jetzt nochmal 6 Quarz. Ein Redstone, 2 Glowstone. Machen wir gleich. Auch ein Heater, ne? Auch ein Heat Provider oder brauche ich den Heater? Ich weiß gar nicht mehr, für was ich den Heat Provider brauche. Schon wieder so lang her. Combustion Heater, okay. Add Sky. Danke. Der hätte eine Effizienz von 1000. Ach so, ja. Also es gibt noch was, was noch kränker ist. Enderium hat 800 mal 680. Ah, okay, da ist es andersrum. Also die Effizienz ist, da ist der Speed schneller. Dark Matter Heat Provider. Ja, klar. 10.000 mal 100. Ah, okay, aber da ist nur der Speed auf dem Affenartig, aber die Effizienz beschissen. Und da ist es andersrum. Light Matter ist der Speed scheiße, aber dafür die Effizienz bombastisch. Gibt es dann auch noch einen kombinierten?
800 mal 680 in Derium. Ja, da ist es genau andersrum. Also da ist er schneller, aber ein bisschen weniger Effizienz. Ja, okay, aber hat auch was, ne? Also, wenn ich mir gerade vorstelle, da oben, der wäre noch schneller. Okay, ich merke gerade, ich Combustion Heater in meine Linden. Das heißt, ich brauche jetzt zwei Glowstone, ein Lapis und ein Redstone. Habe ich hier aus Versehen einen Redstone drin? Nein. Zwei Glowstone, ein Lapis. Ein Redstone. Ich will momentan nicht mehr mitnehmen, weil ich wüsste sowieso nicht, wo ich das ganze Graffel hinräumen soll. Ja, das heißt, wir legen uns mal schnell hin. Vielleicht haben wir Glück und das Kobalt ist endlich durch. Ich brauche Eisen. Ich habe noch nie. Das habe ich auch noch nie gehabt. Traurig zu sein, dass es das so lang dauert. Nee, da sind wir noch nicht fertig. Aber wir sind bei 56. Ich räume den auch momentan noch nicht rein, weil wenn ich den Iron Chemical Ore reinpacke, ne, und der ist ja momentan drin, dann knallt er nämlich mir hoch. Wie gesagt, ich brauche ein bisschen Eisen. Ich habe die Befürchtung, dass das da oben jetzt dann schneller leer ist, als ich gucken kann. Mein bin ich, ja. Man kennt meine Probleme hier. So. Das heißt also, du kommst da rein, du kommst da rein und du kommst da rein. Au. Bin sowieso momentan nicht voll gefuttert. Habe ich was zum Essen da? Dominus Speziale? Das ist fein. Schöne Pizza. Leute, das ist der Wahnsinn. Also es sind keine 42 Sekunden, ne? Weil, es kann mir einer erzählen, was er will, ne? Aber, wir warten jetzt seit 150 Zeiteinheiten. Gibt es hier eigentlich so ein Time-Ding? Bottle? Nee. Nicht wie bei Stone Block. Schade. Ich hätte jetzt hier gerne die Zeit beschleunigt. Aber sowas von. Ja. Ich weiß, ich soll mich nicht beschweren. Soll glücklich sein, bin ich auch. War eine gute Idee. Ah ja. Ich hab doch gewusst, ich habe Kleinigkeit vergessen. Nur was ganz Kleines. Ich merke schon, heute ist der Fortschritt, ne, also von den Quests bescheiden. Komm mich gerade noch zurückhalten. Aber dafür ist die Ausbeute der Materialien umso gigantischer. Das heißt, jetzt nehme ich für mich, wie gesagt, ich hoffe, dass dann auch das wirklich im Server weiterläuft und ich nicht zurückkomme und dann das Heulen anfange, so, ja toll, ja, gar nichts gemacht. So, Mandelin Heat Component, Hammer. Dann glaube ich, kommst du drunter. Was habe ich jetzt?
Ich hab schon wieder vergessen, was ich da unten bauen muss. Verdammt! Glaube aber, ich kann's erahnen. Es war kein Provider. Aber ich guck. Ne? Also den Fehler mache ich nicht mehr. Combustion Heater. Ja, doch, war richtig. Hätte nur einfach rumlegen müssen. So, du dahin, dahin, dahin. So, bin ich mal gespannt. Beziehungsweise, nee. Oh, hier reicht es mit Lille nicht. Nein! Ich schaffe den Frame nicht. Ich brauche 8. Jetzt brauche ich Adit. Ich mein Ernst. Ah, doch, es reicht. Nein, es reicht nicht, weil ich kein Ingot Cast habe. Hey, wir sind gleich fertig. Jetzt wird mich gleich der Schlag treffen, was ich wieder für eine Zahl lese. Aber ich will jetzt das Adit nicht durchlaufen lassen. Weil sonst gehe ich am Stock. Weil wir wollen noch diese Kiste fertig kriegen, ne? So weit sind wir schon noch. Ja. Die Folge hat leider der Vanillin-Kondenser mit Casing extrem verlängert. Sonst wäre ich schon nach 30 Minuten fertig gewesen. Aber man sieht ja, ne? 160, ja, wir sind mit 17 Minuten weiter. 160 Zeiteinheiten. Vielleicht ist die Zahl auch kleiner. Man kann ja mal hoffen. Motze! Fuck. Das ist euer Ernst? Ich bin gerade sprachlos. Einfach nur sprachlos. Ich date dich mal ab. Wir hatten gerade eine Viertelstunde oder noch länger, sagen wir mal eine halbe Stunde, wo 100 durchgelaufen sind, 150. Jetzt habe ich das X-fache davon. Eisen kommt ganz zum Schluss rein. Ich habe da die Befürchtung, da reicht gar nichts. Ja. Jetzt muss ich das natürlich ausprobieren. Also, der hat momentan eine HU von 1538 und 24, also das nehme ich mal raus. Ja, am besten das auch. Sonst mache ich das öfters. Also 1538. Ah, Max HU 2324. Alles klar. Also da ist es das Casing. Also 144. Sondern jetzt haben wir 310 und 888. Finde ich nett. So, wir hauen das Zeug wieder rein. Geht das jetzt? Ach, das geht jetzt nicht. Das wäre natürlich dumm.
Ah, Fuel Lava. Ah, alles klar. Ja, man sollte das Zeug mal lesen. Aber hebe ich mir jetzt mal schnell das Holz auf. Schmeiße ich mal schnell hier rein. Derzeit gehe ich mal nochmal zwei Eimer Lava machen. Das heißt, ich kann dann oben das in die Schmelze reinballern. Ich bin gerade. Ah, ja. Jetzt will ich zu viel auf einmal. Merkt ihr schon wieder? Ich muss die Kiste noch austauschen. Das heißt, ich brauche schnell nochmal 8 Gold. Diamanten habe ich, glaube ich, viel zu wenig. Das heißt, ich muss auch mal wieder Gems herstellen. Ich glaube, aber ich brauche nur für die Diamond Chest, bräuchte ich, glaube ich, nur. Habe ich noch Eisen? Ja. Das heißt, ich brauche jetzt schnell nochmal ein Gold und Dias. Und ich glaube, ich brauche zwei Glas. Ich glaube, das war so, dass das Glas war. Ist das Glas schon komplett durch? Ah, habe ich noch einstecken. Sehr schön. Kann es ja mal probieren. Würde gerne jetzt auch so gerne Diamanten so herstellen. Okay, geht damit gehen. Aber nein. Habe ich es noch richtig im Kopf? Nein. Gibt 66 Rezepte mit. Ich finde die. Ich weiß, ich bin gerade zu faul, das einzutippen. Bin mal gespannt, wie oft das ich jetzt da ist. Ah, andersrum. Bin begeistert. Bin begeistert. So, wie kriege ich dich jetzt da rein? Ohne den Eimer zu verwenden? Gibt es da irgendwas? Ich glaube, irgendwas gibt es doch mit Flüssigkeiten, oder? Crucible. Und du bist der Heat. Das weiß ich jetzt leider nicht. Wenn es einer von euch weiß, kannst du mir ja mal in die Kommentare schreiben, bitte. Weil finde ich es auch noch selber raus. Aber falls nicht, hat's rein. So. Weil ich kann mir halt nicht vorstellen, dass das mit dem Eimer funktioniert.
Muss ich mal schnell gucken. Gibt's einen Fluid-Hopper? Also mit einer Pipe ist klar, da müsste es gehen, aber ich bin halt leider nicht so weit. Ich kann halt da noch keine Pipes bauen. Also nicht, dass ich wüsste. Gibt es eigentlich X-Net? Doch, gibt's. Ha. Moment, Network Cable? Kann ich? Ja, wenn ich natürlich nicht kein X davor eingib, dann geht's nicht. Kann ich den Controller auch schon bauen? Ha, okay. Der ist noch unbekannt. Ja, der. Weil sonst hätte ich so managen können. Okay. Aber der Mod ist auch drin, das ist super. Schauen wir mal schnell bei Sky. Und ich merke gerade, wir rennen gerade mit voller Knecke auf die Stunde zu. Aber ja. Es gibt hier nur zwei Folgen die Woche. Ich hoffe, dass momentan euch so gefällt, wie ich es mache. Sozusagen drei Folgen Factorio, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Zwei Folgen Modern Skyblock und ich hoffe mittlerweile auch wieder Dragtech am Wochenende. Aber wie gesagt, wenn man halt ein bisschen ausfällt, welcher eine nicht so schöne Krankheit, dann ja. Es nützt einem nichts, ne? Weil ich schneuz mich tot, ich husch mich tot. Kennt ihr Männergrippe? So, ich habe jetzt schon. Oh. Ah, ja. Ich vermute, ich weiß, woran das liegt. Hä? Achso. Ja, aber es geht. Bett. Ja, das heißt, ich muss auf jeden. Oh Gott. Ja, da muss ich offline noch einiges machen. Ja, aber eine Sache machen wir noch. Das habe ich ja gesagt. Dann sage ich ja, ich habe gerade zu viel Sachen im Kopf gleichzeitig. Das ist nie gut, weil wenn ich zu viel Sachen im Kopf habe, ne, dann vergesse ich ungefähr die Hälfte. Also ist vernünftig zu machen, meine ich. Und dadurch, dass ich jetzt keine Pipes hat, ist das halt auch ja nicht gerade schön. Weil wie gesagt, ich vermute, wenn das Eisen läuft, ne, platzt die Kiste. Also, wir brauchen jetzt diese vier Chests. Bin gerade froh, dass ich noch einen Hopper einstecken habe. Axt ist das Beste. So, dann haben wir hier jetzt eine Chest. Beziehungsweise, nope. Ich habe genügend Holz da. Mache ich Spruce Wood. Genau. Draw, danke. So, dann habe ich hier jetzt einen Hopper drunter. Dann kommst du dahin.
Und ich weiß jetzt schon, dass ich mehr Glas brauche. Und ich brauche bitte noch eine Chest. Wenn ich jetzt da das Glas reinhau. Nein, es läuft nicht rein. Jetzt muss ich hoffen, dass ich es irgendwie doch hinkriege. Weiß halt nicht, ob man den überhaupt automatisieren kann. Super wär's. Wenn ich jetzt da das Glas hinmache. Nein. Kann den leider nicht automatisieren. Ja, okay, wäre auch ein bisschen blöd, ne? Den so zu automatisieren. Aber ich weiß auf jeden Fall eins, ich brauche den das. Den muss ich herstellen wie ein großer. Du kommst dahin, bitte. Ah, okay, aber wenigstens läuft schon raus. Wenigstens diese Kleinigkeit funktioniert, das ist super. Aber das heißt, ich brauche diesen Dust hier, weil das läuft jetzt wie, das muss jetzt laufen wie geschnitten Brot. Da bin ich jetzt mal gespannt. Wie viel das da jetzt insgesamt rauskommt. Aber wenn das natürlich nicht voll ist, kann ich machen, was ich will. Weil dann wird er nie fertig. Okay, ich könnte das jetzt auch mit Netherrack laufen lassen. Da macht er mir dann das Material draus. Könntest, glaube ich, sogar in die Schmelze schmeißen und verdoppeln, ne? Ja. Ja, aber da habe ich einen Output von 1,07 und da habe ich einen Output von 1,633. Okay, also Eisenprobleme habe ich jetzt keine mehr. Bin zufrieden mit mir selber. So, okay. Das heißt, wir haben einiges geschafft. Wir haben eine extreme. Extreme Ressourcenausbeute. Ja, und jetzt werden wir auch eine extreme Materialverschwendung haben. Aber um dieses Problem kümmere ich mich gern. Wie gesagt, ach genau. So viel Zeit ist jetzt noch. Weil ich möchte es noch testen, ob es geht. Weil da passt ja immer nur ein Stack rein. Ja. So, und wenn ich jetzt dich da reinballer? Jawohl. Das ist hervorragend, das hat jetzt auch geklappt. Also das heißt, ich kann jetzt dann hier insgesamt dann ja, und ich könnte auch noch Kisten draufstellen, ne? Das wäre ja auch noch was. Also das heißt, ich muss jetzt diese Crystal Shards, muss ich jetzt richtig herstellen. Wie ein großer. Dann lasse ich das mal jetzt komplett laufen. Schön, ich habe diesen, halt. Komm. Wenn ich sie hab. Ja, Fall runter. Ist mir egal. Ich habe noch einen einstecken. So.
Dann kommst du jetzt dahin, dahin und dahin. Und jetzt ist der andere verbrannt, oder was? Nee, der ist da oben. Jetzt ist er da. So, 64 habe ich noch. Also, da war es drin. So. Jetzt kann ich nochmal ein Screenie machen. So. Und das wird das Thumbnail. Extrem, extrem ressourcig. Ja, genau. So, okay. Also, hat länger gedauert, aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wie gesagt, Kritik, Verbesserungsvorschläge oder das mit dem Lava, schreibt es mir in die Kommentare. Da freue ich mich wirklich auf jeden. Ich freue mich natürlich auf die Views auch. Schaut es euch tausendmal an. Auch super. Und dann sehen wir uns wieder das nächste Mal. Bis dahin. Ciao.